Chronische Schmerzen können in jedem Alter auftreten. Junge Erwachsene mit chronischen Schmerzen leiden häufig zusätzlich an den negativen Folgen, wie Fehlzeiten in der Schule, bei der Ausbildung, dem Studium oder Beruf, sozialem Rückzug und Depressivität. Wir unterstützen diese jungen Erwachsenen dabei, ihre Schmerzen in den Griff zu bekommen und ihr Leben wieder aktiv und selbstbestimmt zu gestalten. Zuerst gibt es ein Vorgespräch mit einem Arzt und einem Psychologen, bei dem ausführlich über den Schmerz und die aktuelle Lebenssituation gesprochen wird. Darauf basierend erfolgt eine konkrete Behandlungsempfehlung sowie die Erarbeitung der individuellen Therapieziele. Die stationäre Therapie für stark beeinträchtigte junge Erwachsene dauert 3 Wochen. Dies beinhaltet unter anderem Schmerzedukation, Musik- und Kunsttherapie, eine medizinische Betreuung sowie Entspannungstechniken. Während der Behandlungszeiten sind die Patienten in einem für sie eingerichteten Wohnhaus untergebracht. Ja, für mich war die Zeit hier sehr schön. Und dadurch, dass ich erfahren habe oder gesehen habe, dass auch andere das Gleiche durchmachen wie ich, habe ich mich weniger damit alleine gefühlt und mich hier sehr verstanden gefühlt, ohne mich dabei erklären zu müssen. Und jetzt ist so ein bisschen die Überlegung, an welchen In der Gruppentherapie lernen die jungen Erwachsenen, ihren Schmerz zu verstehen und im Alltag damit umzugehen. Eine eigens dafür entwickelte App unterstützt sie dabei. Diese bietet Strategien, Übungen und Informationen, die die jungen Erwachsenen auch nach der Therapie zu Hause begleiten. Die App ist wie so ein kleiner Coach, beziehungsweise wie jemand, der auf einen aufpasst. Der strukturierte Tagesplan, also dass man wirklich von morgens bis abends einen getakteten Zeitplan hatte und auch viele Sportmöglichkeiten wie Schwimmen oder CrossFit, das fand ich super. 4, 3, 2. Physikalische Therapie ist ein wichtiger Baustein. Von Woche zu Woche schaffen die Patienten dabei mehr. Beim Biofeedback lernen die jungen Erwachsenen, ihren eigenen Körper besser zu verstehen. Das Biofeedback gibt dir Rückmeldungen über biologische Sachen, die dein Körper mit dir macht bei Anspannung und bei Entspannung. Neben den festen Therapieterminen werden Gruppenaktivitäten wie Joggen, Tischtennis oder Kochen durchgeführt. Die Teilnehmer erproben hier Schmerz- und Stressbewältigung sowie unterschiedliche Entspannungstechniken. Ich hätte irgendwie Bock, einen Film zu gucken. Ich finde es gut, dass wir in verschiedene Bereiche reingucken dürfen, wie zum Beispiel Bewegung, aber auch Entspannung und andere coole Aktivitäten. So, und die eine Aufnahme ist der Ben. In der Visite erfolgt eine ganzheitliche und individuelle Betrachtung der Patienten. Das multiprofessionelle Team tauscht sich intensiv über die nächsten Behandlungsschritte aus. In Einzelgesprächen werden individuelle Themen und Probleme des Patienten besprochen. Persönliche Stärken werden erarbeitet und der Patient erlernt Strategien, wie er mit schwierigen Situationen umgehen kann. Auf jeden Fall tun mir die Einzelgespräche mit der Psychotherapeutin gut, weil man da mal alles aussprechen kann, was einem so auf dem Herzen liegt. An den Abenden haben die Patienten die Räumlichkeiten für sich und können ihre Zeit frei gestalten. Mir hat die Therapie sehr geholfen, also weil sich halt mein ganzes Leben seit der Therapie geändert hat. Ich kann jetzt viel besser mit den Schmerzen umgehen und auch mit dem ganzen Stress. Durch die Therapie hat sich das bei mir sehr, sehr verbessert. Ich habe nicht einmal mehr täglich die Schmerzen. Und wenn doch, dann weiß ich, wie ich damit umzugehen habe. Ja, für mich war es sehr, sehr hilfreich. Vor allem, weil ich endlich die richtige Diagnose gestellt bekommen habe und ich endlich von meinen Medikamenten runtergekommen bin. Und jetzt bin ich mir sicher, dass ich es schaffen werde.